Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rico. Wir werden auf jeden Fall heute mal im Fall weiterspielen. Das haben wir in der letzten Folge. Haben wir ja die erste Mission gespielt vom Fall. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr ja auswählen, wie rum ihr denn gehen wollt. Ist natürlich jetzt eine gute Frage. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Also es ist unterschiedlich. Hier hätten wir jetzt 8 Missionen, da hätten wir 8 Missionen. Also wie gesagt, da könnt ihr wirklich auswählen. Und ich würde sagen, da ich sowieso alleine spiele, werden wir jetzt schauen, dass wir auch erstmal die kürzere Strecke spielen. Zu zweit wär natürlich cool, wenn man hier dann kreuz und quer hier reingehen würde. Wir machen jetzt die hier. Und dann gehen wir ganz normal hier so runter. Gehen wir mal schnell in die Waffenkammer. Pistole. Okay, also ich glaube, das Zubehör, dass das sowieso unsere Standardwaffen. Achso, die müssen wir erst kaufen. Nicht genug Verdienste. Größeres Magazin. Ein Verdienst. Zwei Verdienste haben wir. Nee, dann werden wir noch warten, ne? Also dann kaufen wir erstmal nichts weiter. Gehen jetzt hier lang, gehen auf Fortsetzen. Oh, wir haben nur die Pistole bis jetzt. Okay, dann müssen wir uns erstmal nur mit der Pistole hier durchschlingeln. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir eine andere Waffe auch haben. So, also wir haben Beweise sicherstellen 2. Dann haben wir 9 Räume. Und 9 Kopfschüsse sollen wir machen. Die Kopfschüsse werden wir auf jeden Fall machen, weil wie gesagt, da bekommt er extra Verdienste dazu. Das werden wir erledigen. So, das müssten 2 gewesen sein, ja. So, 4 Kopfschüsse. Oh. 5 Kopfschüsse. So, hier haben wir natürlich wieder Gesundheit und Munition. Das ist natürlich blöd, dass wir nur die Pistole jetzt haben. So, gehen wir mal hier weiter. Da ist eh nichts mehr drin. Könnten wir mal auf die Karte dann schauen. Gehen wir mal hier rein. So. Einen Kopfschuss noch. Und wo warst du? So, die Kopfschüsse haben wir auf jeden Fall durch. Also wie gesagt, da bekommen wir jetzt auf jeden Fall wieder einen Verdienst dazu. Na, wo ist der andere? Ah, es waren alle. So, aber die Beweise haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, den habe ich natürlich überhaupt nicht gesehen hier hinten. Ah, da ist ein Beweis. Einer. Einer von 2. So, wie schaut es hier mit der Karte? Also die Ebene hier drüben haben wir alles komplett fertig. Dann gehen wir mal hier rüber, da rutschen wir mal schön durch. Also die Slow Motion nervt mich noch genauso wie beim ersten Mal. Na, wo ist noch einer? Müssen wir ein bisschen mit der Gesundheit aufpassen. Jetzt sind wir ein bisschen zu schnell hier durchgerannt. So, da ist nichts weiter. Da haben wir doch Gesundheit. So, hier haben wir noch Munition. Da ist der letzte Beweis. So, aber wir brauchen noch einen Raum. Das ist der, den was wir hier hinten haben. Wie gesagt, wir wollen ja mal schauen, dass wir alle Verdienste hier beenden. So, jetzt haben wir alles durch. Seht ihr oben. Beweise sicherstellt 2 von... Oh, Verstärkung. Beweise 2 von 2. Dann Gebäude haben wir geräumt. Und Kopfschüsse 9. Jetzt müssen wir nur noch hinkommen. Dann haben wir die Mission schon mal durch. Auch wenn jetzt die Verstärkung da hinten kommt, wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist wurscht wie viel, auch wenn jetzt 100 Mann noch draußen stehen. Das ist vollkommen egal. So, wir haben 9 Verdienste. Jetzt können wir natürlich auswählen, ob wir ein Erste-Hilfe-Kit nehmen. Das müssen wir ja nehmen. Ihr seht, 71. Und so ein Erste-Hilfe-Kit gibt euch 20. Achso, das ist komplett Energie jetzt. Normalerweise im Spiel ist es ja 20.
Spritzen haben wir zwei, also da brauchen wir keine. Ja, dann. Ich glaube, wir nehmen die. Sechs Verdienste. Wären wir natürlich super dran. Werden wir auch nehmen. So, wir machen dann hier weiter. So, hier haben wir unsere Waffe. Ich glaube, eine Tarnung habe ich für die noch gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir für die eine Tarnung haben. Das werden wir aber gleich sehen. Ah, doch, wir haben sogar schon eine Tarnung gekauft. So, hier haben wir jetzt sechs Beweise, dann 10 Räume und sichern in Zeitlupe. Was ist damit gemeint? Sichern. Ah, also wir sollen einen kompletten Raum sichern in Zeitlupe. Da müssen wir natürlich auch immer schauen, dass wir dann einen Raum erwischen, wo nicht allzu viele Gegner drin sind. Weil sonst glaube ich, wäre es auch ein bisschen blöd. Ist hier einer? Also, das ist schon mal kein Problem. Das Geld hier nehmen wir alles mit. So, jetzt schauen wir mal, ob das ein kleiner Raum hier ist. Wir wissen es auch nicht. Hammer? Müssten wir haben, oder? Ja! Das war unser zweiter Raum hier in Zeitlupe. So, die Dinger müsst ihr immer zerstören, ist klar. Manche Türen haben einen Rollo davor. Und da steht oben drüber, wie viel hier so Sicherheitsbildschirme ihr zerstören müsst, damit ihr die Tür aufkriegt. Ah, hier war ich schon. Das ist ja der Eingang. Da haben wir Gesundheit. Hier zum Beispiel, hier oben seht ihr das, wir brauchen noch einen Sicherheitsbildschirm, damit dieser Rollo aufgeht. Also jetzt machen wir mal einen kaputt. So, jetzt seht ihr, jetzt geht er auf, dann machen wir den zweiten. Vielleicht brauchen wir den dann für eine andere Tür noch irgendwo. So, ganz wichtig, Munition. Und durch damit. So, jetzt kommt ein neues Missionsziel dazu, und zwar ist es Mittel zerstören. Das haben wir ja schon zerstört. Ah, hier ist noch einer. So, Mittel zerstören. 2 von 3. Hier ist der dritte. Verstärkung ist auf dem Weg. Die kann ja ruhig kommen. Da haben wir Beweise. So, jetzt kommt Verstärkung. Boah, alles diese Nahkampfschläge, ey. So, das ganze Geld hier einsammeln. So, hier haben wir noch einen Beweis. Jetzt haben wir 2 Beweise von 6. So, hier haben wir alles durch. Da ist das Treppenhaus. Oh, da hinten ist noch was. Nicht, dass wir das hier übersehen. Jetzt laufen wir mal so entlang. Was war denn das hier? Ah, ein Beweis. Siehst du? Und das ist halt gut, wenn es an der Karte noch angezeigt wird, weil dann muss man nicht immer lang suchen. Also wenn man mal in den Raum drin war, dann wird gleich angezeigt, wo dann irgendwas liegt. Also dann könnt ihr im Nachhinein immer so schön auf der Karte noch schauen. So, 5 Räume haben wir noch. So, und hier oben seht ihr, da brauchen wir hier gleich. Hier oben seht ihr, wir brauchen jetzt noch 3 so Sicherheitsbildschirme. So, haben wir hier einen Beweis hier irgendwo? Nee. Komm. Ist noch einer da? Und ihr müsst ja auch dazu sagen, jetzt am Anfang sind die Gegner auch noch relativ einfach und da ist es ja noch nicht allzu viel, was hier auf einen zukommt. Und je länger ihr spielt, desto mehr Räume müsst ihr auch dann sichern. Für was natürlich dieses Geld hier ist, weiß ich auch nicht. Vor allem das ist ja Wahnsinn, was hier an Munition und an Gesundheit rumliegt. Das bräuchte man zum Beispiel auch. Oh, leck, vor allem kommen wir hier gar nicht durch. Ja, und das finde ich ist natürlich irgendwie ein Fehler hier im Spiel, weil wir kommen hier nicht durch. Das kann man nicht kaputt machen, dass ich sage, ich gehe jetzt hier hinten durch. Also da kommen wir überhaupt nicht hin. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil springen können wir ja in dem Spiel ja nicht. So, Munition ist alle. So, Beweise haben wir alle.
Machen wir das noch kaputt. Also wir haben jetzt noch zwei Räume, was wir noch sichern müssen. Und dann können wir abhauen hier. Oh, bin ich jetzt erschrocken, ey. Mein Gott. So, dann gehen wir mal gleich hier rein. Ah, nehmen wir doch noch einen Schlagstock am Schluss. So, ein Raum bleibt noch. Dann müssen wir mal gucken. Der ist ganz hier hinten, ne? Halt, das war die falsche Tür. Da ist er. So, müssen alle... Oh, da ist noch einer. Schlagstock. So, das waren alle Räume. 6, 6, 10, 10, 3, 3, 2, 2. So. Dann müssen wir jetzt mal zum Ausgang. Ah, Verstärkung. Passt. Jetzt müssen wir dann nur wieder bei der neuen Mission unsere Gesundheit wieder auffüllen. Also die füllt sich wirklich nicht von selber auf. Da müsst ihr wirklich immer nach jeder Mission das Medikit hier kaufen. Aber jetzt schauen wir mal, weil jetzt vorhin hat man ja mehr Gesundheit. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, 61, was wir jetzt bekommen, wenn wir das kaufen. Ach, auch wieder 100. Also es kann wirklich sein, wenn wir Erste-Hilfe-Kit kaufen, dass es immer auf 100 geht. So, Spritzen haben wir beide noch. Jetzt können wir weitermachen hier. Oh, 10 Verdienste, scheiße. Die hat 4 Verdienste. Ja, da wäre mir natürlich die Waffe hier schon lieber. Aber ich hoffe natürlich, die andere Waffe, was wir vorhin gekauft haben, dass die dann trotzdem noch jetzt mit drin bleibt. Ah ja, da ist sie. Also die Waffen, was gekauft sind, bleiben auf jeden Fall. Und dann könnt ihr die Waffen auswählen, was wir haben. Granaten brauche ich jetzt ehrlich gesagt erstmal keine. Schauen wir uns mal die Mission hier an. Hier haben wir 4 Beweise, dann 15 Räume und sichern in Zeitlupe 3 Räume. Oh, das war jetzt aber nur knapp, dass wir die noch bekommen haben. So, dann haben wir hier die Bildschirme. Jetzt gehen wir mal da rein, vielleicht ist das ein kleiner Raum hier. Müsste passen, oder? Ja, Gott sei Dank. Naja, wenn wir natürlich einen Gegner hier versammeln und den jetzt in Zeitlupe nicht schaffen, dann nützt uns das ja nichts. Oh. Na, das hat nicht. Und genau. Ach, da ist auch noch einer. Scheiße, na, der ist nicht gegolten, ey. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir einen Raum finden, ne? Der wohl nicht allzu groß ist. Jetzt, das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. So, hier haben wir noch Gesundheit. Und wie gesagt, da habt ihr es jetzt selber gesehen. Also manche treten die Türen von selber auf. Kommt näher, Leute. So, hier Munition, Gesundheit ist ja eh fast nur voll. Hier waren wir auch schon, dann gehen wir mal. Ah, hier haben wir nichts mehr, oder? Da ist noch eine Tür. So, wir müssen eigentlich nur noch an den Raum hier hinter. So, und durchbrechen. So, hier haben wir jetzt wieder die extra Aufgabe, hier die Mittel zerstören. Wie gesagt, was für was das Geld hier ist, keine Ahnung, Leute. Hier zum Beispiel ist gar nichts im Raum drin. So. Hä? Ah, das ist wieder Verstärkung, oder? Oder habe ich den übersehen? Nee. Schauen wir mal nach oben. Also 7 Räume haben wir noch. Schon mal hier hinten durch.
Naja, und die Spritzen, was ihr zum Beispiel hier habt, die ist halt dann dafür. Ich weiß nicht, ob ich es in der ersten Folge schon gesagt habe, aber wenn ihr jetzt am Boden liegt oder ein Teamkameraden, dann könnt ihr ihn mit die Spritzen wieder um, ich glaube, um 50 Gesundheit oder was wieder auffallen. So, die Gesundheit nehmen wir auch mit. Weil wir haben immer noch zwei Beweise. Ja, aber jetzt sagt's mal ehrlich, schreibt's mal bitte in die Kommentare. Das würde mich schon mal interessieren, ob euch diese Slow Motion genauso nervt. Und da wäre es wirklich besser, wenn man das manuell einstellen könnte. Und nicht so wie hier immer. Na? Oh, der lebt noch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir noch einen Beweis. Das ist 3 von 4. Da haben wir diese Bildschirme noch. So, hier ist offen. Da ist auch nichts drin. So, einen Raum haben wir noch. Ja, okay, und da wird dann auch der letzte Beweis drin sein. Hier. So, ich dachte, wir kommen da auch nicht hin. Ne. Hä, wo habe ich jetzt diesen Beweis übersehen? Hier ist er. Halt, hier müssen wir raus. Nee, er schreckt mich nicht immer so. Ah, da hinten ist der Koffer. So, das war jetzt der letzte. Jetzt müssen wir schnell zum Ausgang rennen. Unsere anderen Ziele haben wir auch alle erfüllt. 4-4, 15-15, 3-3, ja. Passt. So. Naja, 4 Minuten 10, also dann haben wir die... die nächsten drei haben wir wieder abgeschlossen. Jetzt seht ihr selber, jetzt geht es dann hier unten weiter und dann haben wir, also wir haben jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5 und dann wären wir durch. Und wie gesagt, das kann ja passieren, wenn man jetzt zum Beispiel hier dann stirbt, muss man komplett von neu anfangen. Aber da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weitermachen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.